Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, wir starten ein neues Spiel. Und mal gucken. Mal gucken, was wird. Kodai no Teora ga kozotte motometa sendou no hihou. Tanyak. 真の始皇帝も自らを不老不死とするため、その禁断の薬を望んだという。しかし、絶大な力を与える丹薬は世に災いもなしたとされ、真が倒れた後も戦や権力をめぐる暗闘の陰には必ず丹薬があったとも言う。 時は流れ、漢王朝が衰微した今、再び丹薬の輝きを帯びた暗雲が世を包み、各地の眠れる竜を目覚めさせようとしている。 お助けくださり、ありがとうございます。あなたの傷が癒えてよかったです。見つけたぞ。不死の丹田を持つ者よ。 Oh, 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 es geht los. Oder? Basis? Aha, da sind wir. Okay, männlich, Vorlagen. Was haben wir denn für Vorlagen? Ich bin mal gespannt, was wir alles machen können. Können wir auch Augenbinde und so selber einstellen? Wäre natürlich geil. Weiß ich nicht, testen wir. Stellung? Was haben wir denn für Stellung? Ja, passiert nichts. Geil. Oh, passiert auch nichts. Noch geiler. Zufall mit vorigen vergleichen. Ach, Stellung. Das ist die Breite, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Okay, passt. Gesicht, Hauttyp. Mal gucken. Alter Verwalter, ich sehe keine Veränderung. Da sehe ich ein bisschen etwas. Ein bisschen mehr Narben oder so. Nehmen wir mal. Körpertyp, Haupttyp. Glatt.
Nein, wir sind nicht glatt, wir nehmen das so. Okay, zurück, Gesicht. Oh, wir können alles einstellen, das ist nice. Das ist natürlich nice. Stirntiefe. Kommt so ein bisschen raus, geht so ein bisschen rein. Naja, klar, ey. Nach oben. Warte, guck mal nach. Wangenwölbung, Wangenposition. Da werden die Wangen ein bisschen dicker, genau, und dann einmal so, kleinen Schmollmund. Ne, wir machen die auf 6. Unterkiefer, wo ist der Unterkiefer? Hier, die Länge. Da wird der schön nach oben gezogen oder halt nach unten, ne? Nach unten machen wir schön. Ja, guck mal hier, der Knochen, der muss rausgucken, du. Ja, ich habe Schiss, dass der Bart da nicht zu sehen ist. Die kleinen Pflaumen, die er da hat. Das ist der Unterkiefer. Wird es noch länger gezogen? Wir ziehen bis Ultimo. So, jetzt sind wir im Kinn. Kinnbereich, Kinn kurz, Kinn lang. Ja, guck mal hier, was ist los hier? Nein, wir lassen so ein kleines Kinntiefe. Ich glaube, dann geht es ein bisschen raus und hier geht's rein, ja. So. Kinnausprägung. Aber besteht ja nur aus Dings hier. Hey, wir müssen ein bisschen Hals da noch mit reinmachen. Kinnspitzenhöhe. Ach, guck mal, hier ist so ein Knick dann. Hey, mach mal. Ja, mach mal nach unten. Was haben wir noch? Das war's. Alter. Na, wir sind schon ein bisschen älter. Wir sind schon auf jeden Fall ein bisschen älter. Stirnfalten haben wir auch. Augenfalten haben wir. Lachfalten haben wir. Position, die können wir so lassen. So, Augenbrauen. Symmetrisch. Ja, lass mal symmetrisch. Vom Typ her. Was haben wir denn hier? Im Cut drin. Die fein. Ich würde gerne so ein bisschen buschiger haben. Das ist nicht schlecht. Das ist jetzt nicht so buschig. Ah, die gehen hier so ein bisschen nach oben, ne? Was ist das denn hier? Diese ganz mies verrutscht. Ich glaube, ich würde das nehmen. Ne, das war das. Ja, obwohl hier... Da sind die ein bisschen dicker noch. Na, lass mir so. Die nehme ich. Augenbrauenhöhe. Ja, wir gucken ein bisschen böse, ne? Da gehen sie rein und raus natürlich. Der Abstand. Ne, vertragen die sich oder nicht? So, innen, außen, Höhe, Neigung. Ja, wir sind ein bisschen böse unterwegs. Blöd jetzt mit der Frisur, ne? Nee, lass mal, machen wir so. Augenbrauenfarbe, was nehmen wir denn? Schwarz. Das andere erkennst du überhaupt nicht. Null erkennst du das. Wir könnten sogar eine eigene Farbe kreieren. Außenpanel. Eigene Farbe bearbeiten. Oh, nice. Schönes Ding. Da könnten wir dann sogar ein richtiges Weiß auch hinkriegen. So ein leuchtendes. Nicht so ein komisches. Ja, guck mal, wir könnten sogar ein richtig geiles Weiß hinkriegen. Aber bei Augenbrauen ist das doof. Wir lassen die auf jeden Fall in Schwarz. Wir könnten jetzt sogar noch sagen, wir machen das richtig böse Schwarz, ne? Ah, okay, ändert sich jetzt nicht so viel. Augenbrauen, bla bla, da sind wir fertig. Augen würde ich so lassen. Da würde ich nicht dran rumfummeln, weil das kriege ich niemals wieder hin.
Tränensack. Da könnten wir mal gucken, was macht er. Ich sehe keine Veränderung. Nee, nicht wirklich. Die Iris. Oh, wir können sogar hier einen auf... Oh, cool. So einen halben Uschia könnten wir machen. Oder... Oh ja, das ist auch gut. Können wir Pupillen nicht selber dann auswählen? Iris Größe. Ja, mach die mal ein bisschen größer. Iris Form. Das ist ein bisschen high. Ah, das sieht schon am besten aus. Da könnten wir jetzt sogar die Farbe noch einstellen. Da könnten wir entweder so ein Blau nehmen, ein Rot nehmen, so ein bisschen auf Uschia könnten wir auch gehen. Das ist ja auch geil natürlich, ne? Natürlich wäre jetzt noch cool, warte mal, das Voreinstellungen haben wir leider... Boah, da kannst du bestimmt Mods reinbringen ohne Ende, ey. Lass die mal in so hellblau. Ich will mal was testen. Gut, ist halt, ne? Rücken ist in Ordnung. Dann mache ich die Breite mit, ne? Ja, ja, Breite ist das. Ne, die lassen wir so. Mund haben wir da, Auswahl, Voreinstellung haben wir da. Hm. Oh. Der ist eigentlich am besten. Und jetzt könnten wir noch, warte mal. Mundwinkel. Wie fragwürdig er dann guckt. Hey. Er ist böse und lacht. Es ist beides. Es ist einfach beides. Winkelposition. Ah, da mache ich das ein bisschen breiter. Wir machen den schön nach unten. Er ist nicht glücklich. Er ist einfach nicht glücklich. Boah, was hat er denn für Ohren? Wow, was ist das denn? Hat er da einen Dingsbums drin gehabt? Oh, ich würde so Elfenohren feiere ich aber, ne? Wir nehmen Elfenohren. Nice. Okay, Ohrenhöhe, Ohrenneigen, Spitze haben wir volle Möhre, okay. Gesichtsdekoration, wer kennt's nicht? Ich hau mir auch mal Gesichtsdekoration rein. Oh, was haben wir denn hier? Ja, wir sind ein bisschen gebrochen. Oder auch punktuiert, ey. Das ist ein Tattoo und das ist, keine Ahnung, Brandzeichen oder sonstiges. Hier haben wir noch eine Narbe. Ganz komische Narben. Einfach nur so ein Punkt. Können wir die Position selber bestimmen, ist die Frage, ne? Oh ja. Können wir auch ganze Masken nehmen? Ja, sonst tritt er immer bei Kiss auch noch auf. Tengu. Barbo, Deckkraft und so weiter. Haben wir hier denn andere? Nein, wir haben die gleichen. Also wir können die Position variieren dann. Okay, nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Die ist ein bisschen komisch. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die hier. Okay. Können wir die so übers Auge machen? So, jetzt noch ein bisschen. Ja, wir müssten die ein bisschen höher haben. Höhe. Ja. Haben wir übers Auge abbekommen. Was willst du machen? Blöd gelaufen. Glanz? Wieso Glanz? Passt so.
So, was haben wir denn noch? Können wir noch irgendetwas nehmen? Du könntest ja auch die dann so klein machen und die zum Beispiel unters Auge packen eigentlich, ne? Sieht so aus, als hätte er eine Mission. Ja, das sieht auch gut aus, aber irgendwie sind da zu viele übereinander, habe ich irgendwie das Gefühl. Das ist hier Uga. Was ist das? Sind das Sommersprossen? Ich glaube ja, ne? Okay, was haben wir denn noch? Accessoires? Oh, hier haben wir Augenklappe und hier haben wir sogar eine komplette. Oder... Wir sind ein bisschen versiegelt, ja. Brille ist auch nicht schlecht. Das ist auch gut, ne? Nur dann siehst du die Augen auch wieder nicht. Komm, wir lassen ein Auge. Ein Auge ist verdeckt. Ist so ein bisschen, bleibt offen, ob es, Scheiße. Nee, müssen wir schon schwarz lassen. Das sieht ja alles nicht aus. Lassen wir auf jeden Fall in schwarz. Ohraccessoires. Was haben wir denn hier? So Riesenteile oder so kleine nur. Ach du Scheiße. Hätten sie aber auch mehr Auswahl reinballern können, ne? Das nicht so stark. Das war's. Schade. Haare. Kommen wir zu Haare. Oh, das wird heute ein Stream mit der Einstellung der... Sag mal, des Charakters nur. Bisschen wuschelig. Aber weiß sehe ich schon. Sehe ich auf jeden Fall. Ich fand die ersten Haare schon ziemlich geil eigentlich. Ist auch geil. Was hast du denn da oben? Dutt oder was? Nee, lass mal. Ach so, das war's schon. Das sind unsere eigentlichen, ne? Da finde ich die aber hier unten die besser. Warte, wo waren sie? Die... Nee, was ist das denn? Die hier. Ja, ja, die finde ich da besser. Ich weiß nicht, ob das stört mit dem Helm. Aber da sieht dann auch weiß nicht so geil aus, ne? Was ist das denn? Basishaar? Wow, so auf ganz wild. Sieht da aus wie ein Endgegner, wie ein mieser Endgegner. Aber da sieht man schon, die Haare baggen da durch, ne? Ach, das ist blöd. Ich verstehe, warte mal, jetzt verstehe ich das gerade. Wir sind bei Frisur. Wir gehen auf Pony. Ja, Hallöchen. Wo war ich denn gerade drauf? Das sind ja komplett andere Haare jetzt. Wir sind zu schnell nach unten gegangen. Ah, nee. Nee. Nee, auch nicht. Da ein bisschen auf Tacken. Was haben wir hier? War da noch sowas durch? Also, die ganz wilden sind schon geil. Ja, entweder die hier. Nelda, danke. Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Und grüß euch. Wie geht's? Wie steht's? Vielen, vielen Dank. Aber cool ist, dass es geklappt hat mit den, ach, wie heißen die jetzt hier nochmal? Hier die Dinger, das gezeigt wird, dass ein Raid und so stattgefunden hat. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das noch eingestellt habe. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Geht gut und selber. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen am Ausprobieren. Bisschen Charaktererstellung und dann geht's hoffentlich gleich noch los. Ich bin auf jeden Fall super gespannt auf das Game. Was habt ihr denn gemacht, Schönes? Ich bin echt... Nee, ich glaube, ich bleib bei der. Ich bleib bei der erstmal
und zusammengebunden. Oh, da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten. Ich hoffe, das geht im Game auch nochmal, dass man das noch ändern kann. Das wäre natürlich richtig, richtig stark. Wo mache ich denn Haarfarbe? Da, wunderbar. Gehen wir auf Weiß. Wie sieht Weiß denn aus? Ja, das sieht grau aus. Das ist kein Weiß. Wir haben The Last of Us Left Behind fertig gespielt und anschließend ein Horror-Game. Oh, da muss ich auch noch rein, Last of Us. Hat sich's gelohnt? Sagst du, war gut? Oh, nee. Das ist viel zu extrem. Da geht's dann schon wieder ins Graue, leider. Na komm, ich bleib erstmal bei Schwarz. Wir können das bestimmt später auch nochmal ändern. Wir könnten auch nur die Spitzen machen. Da kannst du dann so einen Grautouch mit... Ach nee, das sieht gar nicht aus. Das sieht überhaupt nicht aus. Aber ist schon zu empfehlen. Mega Story. Achso, nee, das habe ich übersehen. Ja, war gut. Für mich war nur doof. Ich hatte die Serie schon kenne, deswegen viele schon wusste. Ich überlege gerade, war die Serie denn so... War die nicht ein bisschen abgewandelt? Nee, die war schon ziemlich genau, ne? Auf jeden Fall weiß ich, die hat sich richtig gelohnt. Die war richtig, richtig stark. Hier sind Strähnchen. Aber dann nehme ich hier mal das extreme Weiß. Oh, nee, weiß ich nicht. Nee, gefällt mir überhaupt nicht. Lassen wir bei Schwarz. Hey, wieso habe ich denn jetzt graue Haare? Habe ich das ausgewählt? Ja, schade. Die Serie ist richtig, richtig stark. Nee, ich teste hier gerade nur ein bisschen rum. Also der soll niemanden ähneln. Aber ist halt ein bisschen blöd, weil du kannst hier so viel machen, das ist echt unglaublich. Und das zieht sich dann extrem. Der Bart, wieso ist der denn jetzt so weit nach unten? So ganz komisch, so vollkommen spitz hier. Was ist denn da los? Ja, die Serie ist auf jeden Fall stark. Die habe ich richtig gefeiert. Die fand ich richtig, richtig gut. Der sieht wild aus. Was hatte ich vor? Ja, okay, nehmen wir das. Der sieht auch ein bisschen komisch aus, so langgezogen irgendwie. Aber Kiefer wäre auch noch gut. Aber dann ändert er den unteren auch. Schade. Ja, dann lassen wir das so. Locken. Weil du kannst so viel machen. Auch noch Schminke, Lidstrich, Lidschatten, Wimpern, Rouge, Zahnschwärzung. Wer kennt's nicht? Die gute alte... Ja, damals hatten sie noch nichts, weißt du? Schwärzung, ja, klar. Jetzt kommt nochmal Gesichtsbemalung. Achso, das ist einfarbig, okay. Einfarbig brauchen wir nicht. Körper. Ja, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen aktiver. Ich habe ja lange Zeit leider, war ich nicht mehr da. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Feierabend und noch eine gute Runde, eine gute Gassi-G-Runde. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal auf jeden Fall. Das ist auch wieder geil. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß ist der Kollege denn jetzt dann überhaupt. Also im Vergleich jetzt zu den anderen, ne? Nehmen wir mal an, wir haben einen riesen Gegner, dann möchte ich auch riesig sein. Und auch einen langen Hals haben. Nein, nicht keinen langen Hals. Schulterbreite, ja. Wir müssen schon aussehen wie ein Endgegner. So soll der Charakter ähneln, wie ein Endgegner. Ja, guck mal hier, siehst du, Endgegner... Ist da. Ich habe nur immer Schiss, dass die Kleidung dann nicht wirklich passt, ne? Oder zu blöd aussieht.
Ja, 4% Körperfett, würde ich sagen, ne? Ist da. Färben wir eh immer was an, ne? Körperaccessoires gibt es auch noch. Oh, ich hätte den Stream echt nennen sollen. Charaktererstellung. Hätte ich das gewusst, dass das so komplex ist. Ich dachte, wir kriegen fertigen. Hätte ich da vorher schon alles eingestellt. Das ist ja unglaublich. Stark. Ja, nee, nee, den feiere ich. Also den nehme ich mit auf jeden Fall. Achso, das ist wieder jetzt Körperaccessoires. Stimme. Nehmen wir eins. Nehmen wir die eins. Boah, jetzt hätte ich fast auf zufällig gedrückt. Dann hätte ich ein riesengroßes Problem gehabt. Abschließend. Charaktererstellung wird verlassen. Möchtest du fortfahren? Du kannst dein Erscheinungsbild später im Spiel ändern. Ja, super. Das ist doch geil. Das wollte ich doch hören. Dann können wir endlich loslegen. これでようやく わしの宿願も叶うて。あなたと一緒なら勝機はあります。その曲はお守りと思ってください。あなたの窮地を救ってくれるでしょう。これ以上の非道は許せません。行きましょう。 Bergdorf, wir sind da. Springen ist schon mal richtig stark. Oh, der ist viel, viel schneller. Ah, schlagen ist hier mit. Boah, da muss ich mich aber komplett umgewöhnen. Also blocken. Wir laufen mal. Wir gucken mal, ob wir einen Gegner finden. Anvisieren geht. Angriff. Normaler Angriff X. Willensangriff Y. Normaler Angriff ist schnell und kann leicht deinen Willen erhöhen. Ein Willenangriff ist langsamer, verursacht aber höheren Willensschaden. Video abspielen ist auch geil. Wir spielen mal ein Video ab. Oh, da können wir uns das angucken. Bam, bam, bam. Und? Okay, das ist ein bisschen der stärkere Angriff. Okay, greif mich mal an. Kann ich nicht blocken? Also richtig so ein Konter? Lass mal. Nee, geht anscheinend nicht. Oder vielleicht noch nicht. Weißer Holzknüppel. Geil. Einen weißen Holzknüppel. Das Blöde ist, wenn du jetzt von dem einen Game jetzt hier reingehst, ist es mit der Steuerung komplett ungewohnt. Aber komplett ungewohnt. Hey, warte. Nimm das mit. Doppelsprung. Ausweichen geht aber auch. Aber nicht so extrem schön, wie bei Flintlock. Wo ist denn? Das ist meine Lebensanzeige. Okay, das sieht ja nicht so prickelnd aus. Aber ich habe einen Heiltrank. Geil. Nehmen wir mit.
Alles klar, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinschauen. Also, blocken. Direkt vor einem gegnerischen Angriff ausweichen. Das habe ich gerade gemacht, das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ausweichen BBL plus BB schnell drücken. Warte, testen wir mal. Mit B kannst du den Angriff eines Gegners umlenken. Wenn du die Aktion zeitlich auf den Angriff eines Gegners abstimmst, kannst du nicht nur den Angriff ablenken, sondern auch den Willen des Gegners. Warte, zeig mir das mal. Okay, warte, das muss ich mal ausprobieren. Aha, okay. Und wenn wir im richtigen Moment das machen, ist das unser, also ist das unser Parry? Ja. Mach nochmal. Und wir können schnell weg. Geil. Ja, wird doch besser. Höhen. Oh, da gibt's was. Kann ich so einen Double-Sprung? Achso, ich kann einfach so machen. Das reicht auch. Holz! Das kennen wir doch. Ach ne, jetzt müssen wir runtertreten. Oh, nice! Also ich bin gespannt, wie es wird. Auf jeden Fall gefällt es mir schon mal extrem. Aber das heißt, es war schon richtig, wo wir lang gegangen sind. Aber ich frage mich gerade, was gibt's denn da vielleicht noch? Gibt es hier auch versteckte Sachen? Okay, das ist merkwürdig. Also hier gibt es auf jeden Fall zwei Gegner. Hier haben wir gerade etwas heruntergetreten. Ist es egal? Ist es der gleiche Weg? Oder... Ich würde gerne so ein bisschen Sachen, wenn es was gibt, würde ich es gerne mitnehmen. Und ich weiß jetzt halt nicht, wo es genau lang geht, ne? Oh. Sieht so aus, wenn wir von hier gestartet sind. Geil. Ganz geil. Das hat sich richtig gelohnt. Aber er ist schnell, das gefällt mir. Das ist auf jeden Fall mega gut. So, da haben wir doch Gegner. Ja, das war ein starker. Und die werfen auch mit irgendwelchen Sachen. Habe ich immer eine Hilfe dabei? Das ist ja mega. Soll ich dir helfen? Der braucht keine Hilfe, der ist stärker als ich. Guck mal, hier ist eine Kiste, mein Freund. Warum, was habe ich denn für einen Schaden bekommen? Von wo? Blocken. Gegen gegnerische kritische. Was? B. Gegen gegnerischen Treffer. Ein Gegner holt aus, um einen kritischen Treffer auszuführen, der deine Abwehr überwindet. Erleidest du Schaden durch einen kritischen Treffer, sinkt dein Moralrang um 1. Wenn du den kritischen Treffer deines Gegners blockst, steigt die Kraft des Blocks und du kannst die Haltung des Gegners enorm stören. Also kann ich auch schwere Angriffe blocken? Wir testen's. Habe ich geblockt? Ich weiß es nicht. Nee, ich habe nicht geblockt. Warte, ich bin gleich tot. Nochmal. Aha, okay. Wahres Ki bekommen? Oh, guck mal, hier ist auch noch was versteckt, oder? Ja, natürlich. Kleidung des Banditen des Gelben... Wer bist du denn? Hallo? Ja, dann bleib du mal da. Das ist ein Plünderer. Ich habe das direkt gesehen. Okay, hier gibt es nichts. Hier kann man noch rein. Ach nee, hier waren wir schon drin. Mein Gott, ey.
reißt sich zusammen. Komm, wir gehen weiter. Der lenkt mich immer ab. Standarte haben wir aufgestellt. Ausruhen. Also es ist ähnlich. Ne? Es ist ähnlich wie Flintlock auf jeden Fall. Ja, Stufenaufstieg. Hier können wir reisen. Wir können Zauber? Oh. Oh. Und wir haben eine Lieferung reingekriegt. Trunkenbolz. Ja, geil. Hör mal, das ist ja... Etikette. Säbel einer Puppe. Ist das von Life of Pi oder was? Die, haben die was miteinander zu tun? Wie, was, weil ich weiß doch gar nicht, was ich hier... Einfach nur Zahlen oder was? Ach so, nee, das war falsch. Eigene Farbe bearbeiten. Ja, ein bisschen dunkler. Ja. Nee, das geht ein bisschen zu sehr. Ich bin irgendwie zu sehr ins Blaue jetzt. Noch ein bisschen ticken. Ja, so passt doch. Bestätigen, willst du wirklich? Ja, möchte ich. So, wieso hast du nicht ausgewählt? Das wird der, was wird das sein? Okay, außenrum. Was ist normal? So ein Türkis oder so. Da könnte man so ein Gold nehmen, ne? Weil das ist doch kein Gold, das ist ganz komisch. Schwierig. Lassen wir so. Das ist jetzt... Okay, das ist jetzt das da oben. Wir können das ein bisschen heller machen. Oh, guck mal, das leuchtet schön. Okay, was haben wir denn hier? Gesundheit 290. Willensverteidigung. Zauberdauer. Feuerkraft. Erdkraft. Metallkraft. Und Wasserkraft. Level 1. Wir haben aber auch noch nichts wirklich freigeschaltet. Ich frage mich gerade, wo mein Inventar denn genau ist. Okay, ist auch geil, schön. Da haben wir es doch. Inventar. Säbel einer Puppe. Ist es das? Und das ist der Regenschirm. Den kennen wir doch auch. Das ist doch von Life of Pi, oder nicht? Ja, das ist doch schon... Das ist die Kleidung von dem Dingsbums. Das ist ein langer Stab, brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Der Holzknüpfel. Knüppel? Knüpfel. Wahrscheinlich Knüpfel. Ich suche gerade mein Schwert. Wo ist denn mein Schwert eigentlich? Da. Oder? 100. Da macht der Regenschirm, der macht 103, wäre natürlich schon besser. Spezialeffekt. Erhöht den Gesundheitsschaden von Nahkampfwaffen. Dies gilt nicht für Elementarschaden. Erhöht die Gesundheit, okay, macht das gleiche. Auch? Ach so, wir müssen auswählen. Ah nee, das sind verschiedene.
Okay, wir kommen bestimmt da noch rein. Aber haben wir schon mal eine neue Kleidung, das ist doch schon mal gut. So, mein Freund, was gibt's hier? Notiz eines Banditen. Gibt's hier sonst noch was? Ich habe da noch was leuchten gesehen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Speed reinbringen. Ah, das ist so ein bisschen unterbrochen immer, das Springen. Ey, das war unfair. Du kannst doch nicht einfach angreifen. Ja, finde ich gut. Moin Meister, was geht bei dir? Ja, auch Kombination? Jo, kann ich auch, geil. So, hat noch jemand was fallen gelassen, zufälligerweise? Nö, ne? Nö, dann gehen wir mal weiter. Ein Schreck des Kriegs ist er geflohen. Was ist das? だいぶ倒せたようですが、まだ油断はできません。そうだ。無事に彼らを追い出せたら、私の任務はもらえませんか？改めてお礼をさせてください。 Ist aber auch extrem schnell. Kampfkünste. Kampfkünste ist RB und X, Y oder A. Kampfkünste wechseln beim Halten von RB. Okay, wir testen. Warte, ich wähle den aus. RB und dann Y. Macht er nichts, geil. Achso, wir sollen erstmal mit X machen. Ey, ich hab gedrückt. Hör auf, lass ihn. Na klar. Ja, mal gucken, was hier abgeht. Na, das war dumm. Ich bin tot. Boah, der war stark. Ja, stimmt. Wir haben noch die normale Abwehr, ne? Aber das sind unsere eigenen Kontrollpunkte, die wir dann quasi errichten. Also müssen wir daran immer denken, dass wir den reinballern. Kriege ich denn meine Moralpunkte auch wieder? Das stand da gerade, ne? Okay, die kann ich auch sogar kombinieren. Also mit unseren Spezialkräften dann. Kann ich mir auch drauf fallen lassen eigentlich? Und dann einen Angriff machen? Warte mal. Irgendwie vielleicht so? Oder so? Ach, das juckt ihn nicht, wenn er im schweren Angriff ist. Boah, nice, schön. Der ist Level 8, der ist mir zu gefährlich. Der ist auch... Nee, warte, der... Wir müssen den Bogenschützen auf jeden Fall erledigen. Ach shit, ich dachte, der springt so hoch.
Wache erfolgreich. Also hier haben wir jetzt nichts mehr gekriegt. Schade. Okay, der ist böse. Boah. Warum klappt's nicht? Nein, das juckt ihn halt nicht, ne? Das ist das Problem. Gegenstand verwenden, Gegenstand wechseln. Was haben wir denn noch? Haben wir noch was anderes? Wir haben nichts anderes. Stangenelixier. Amschien des Streiters. Okay, nice. Und hier verstecken sich dann auch noch Sachen. Oh, oh. Also müssen wir auch alles immer zerstören und mitnehmen, schön. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir echt gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde nur die Sprache doch nochmal umstellen. Ich mag ja das Japanische. Das Problem ist nur, du liest nicht mit, wenn du gerade im Geschehen bist. Aber Kameraeinstellung, Online-Einstellung, Lizenz, zurück zum Titelbild. Das kann ich wahrscheinlich wirklich nur... im Dings einstellen, hier im Menü, ne? Ja, ja, Spracheinstellungen sind hier aus. Schade. Okay. Dann beim nächsten Mal auf jeden Fall. Wir ruhen uns mal aus und gucken mal, ob wir irgendwas schon einsetzen können. Also, wahres Ki. Ich sehe hier allerdings keine Kosten. Doch, erforderliches wahres Ki sind 500. Für entweder Holz, für alles. Ja, da ich jetzt noch keine Ahnung habe, wie das Spiel genau funktioniert und worauf wir gehen, gehen wir erstmal auf Holzversteck hier, ne? Natürlich nicht alles, wir gehen nur auf einen. Das Ding ist, jetzt habe ich... Ach hier, warte mal, wir haben hier noch eine Beschreibung. Bevor du stirbst. Okay, das macht unser Leben. Das auch. Warte mal, RT? Ah, wir brauchen dann später für die Waffen irgendwelche Punkte, also spezielle Punkte, um die nutzen zu können wahrscheinlich. Wie leicht Gegner dich bemerken und beim Blocken verbrauchten Willen. Von Zauber, verbrauchten Willen, Dauer für den hohen, okay. Gewichtsobergrenze. Kampfkünste, verbrauchten Willen, beeinflusst Gesundheit und bei erlittenen Treffern verlorenen Willen. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal hier drauf. Auf Level 2. Wir machen erstmal ein bisschen... Ach, das steigt dann alles. Ah ja. Okay, gut zu wissen. Da müssen wir dann aufpassen. Wir haben aber Zauber freigeschaltet. Zauber lernen? Können wir denn schon irgendetwas lernen? Mach mal. Nochmal Video? Oh, nice, ey. Oh. Automatische Erholung verringert automatische Leerung bei hohen Willen. Und wohin geht es? Das ist die perfekte Wiederherstellung, okay. Feuerzauber? Alles das gleiche, es ist kein richtiger Zauber. Doch hier werfe ich Feuer. Oh, nice. Erdversteck auch am Start. Okay, geht da ein bisschen auf Metall. Hier ist noch was. Eine kleine Matschbombe. Wasserball.
Mach nochmal. Okay. Lässt einen Blitz, wieso denn auf Holz dann? Lässt einen Blitz auf ein Ziel oder einen Punkt vor dir hinabfahren. Das ist mega. Den lernen wir auf jeden Fall. Keine Ahnung, was wir jetzt für Kosten dadurch hatten. Oder ob wir den noch auswählen müssen. Da wirst du irgendwie gar nicht reingebracht, ne? Hier haben wir ein bisschen Feuer, hier und da. Zack, werfen. Oder eine Flammenexplosion vor uns. Die geht ein bisschen auf Entfernung hier, die hier. Da brauchen wir aber auch Feuerball 2. Die können wir eh nicht, oder? Na doch, wir könnten sie trotzdem schnell lernen. Ich sehe nicht, ob das mich irgendetwas kostet. Das ist das Problem. Oder ob ich alle durchweg jetzt erlernen kann. Nee, kann ich nicht. Irgendwas fehlt mir jetzt. Okay. Zauber festlegen wäre noch ganz geil. Wie viele kann ich festlegen? Blitz möchte ich haben. Und wir nehmen noch den Feuerball mit rein. Erstmal für den Anfang. So, ich bin gespannt, wie wir den denn anwenden. So, Zauber RT, X, Y, A oder B. Okay. Also, wir haben das, glaube ich, auf Y. Das ist der Blitz. Und das ist der Feuerball. Geil. Oh nee, warte mal, das sieht aus wie ein Mist. Mist, Mist, Mist. Nanda Temira. Oh nee, wie, du kannst ausweichen. Ey, wieso komme ich denn aber nicht schnell genug weg? Scheiße, scheiße, ich habe seinen roten nicht gesehen. Ah, Mist, ey. Ah, fortfahren. Ah, Mist, Mist, Mist. Ich muss erstmal in dieses Blocksystem reinkommen. Aber das geht schon. Ich weiß doch gar nicht, wie oft ich die Zauber überhaupt wirken kann. Also das, da fehlt so ein bisschen so die Erklärung, finde ich. Ich komme gar nicht rein. Jetzt. Okay, nochmal. Ja, zu langsam. Zu langsam. Also ich nicht, er, ne? Hier zu früh. Hier zu früh. Das war's. Hätte auch beim ersten Mal so sein können. Shinko-shogun! Taiken Ryoshi no Otodo! Okay, ich habe nichts gesagt.
Boah, der hat noch so einen Fernangriff. Scheiße. Da konnte ich ja gar nichts jetzt machen. Ich bin sofort weg. Da konnte ich jetzt noch nicht mal blocken richtig. Okay, nice. Gefällt mir. Grundausbildung kannst du die Bedienelemente üben. Wähle im Standardmenü Reisen und dann andere Arten, um Grundausbildung zu gelangen. Aha. Ja, hättest du mir vorher sagen müssen. Aber jetzt geht's ohne Grundausbildung hier rein. Das sage ich dir, mein Freund. Learning by doing. Und wenn wir 100 Mal auf die Fresse bekommen. Also die erste Phase ist eigentlich ganz einfach. Hier fangen. Die zweite ist das Problem. Aber die müssen wir auch erstmal kennenlernen, ne? So ein bisschen. Also er hat auf jeden Fall eine miesen Flächenschaden, Reichweite. Ja, guck dir das mal an. Kann ich ihn überhaupt nicht mehr blocken oder was? Jetzt bin ich tot. Ja. Doch nicht? Aber ich muss ihn öfters blocken, das ist das Problem. Ja, jetzt bin ich tot. Da kann ich nicht, ich kann nichts machen. Kann ich normal dagegen blocken? Also mit LB? Also es lief schon besser. Aber noch nicht gut. Ich hätte es gerne so wie bei der ersten Runde. Weil hier bricht er nämlich ab. Und ich kann ihn schön angreifen. Ich habe trotzdem Schaden bekommen jetzt. Oh, das war zu früh. Schade, das war mein Fehler jetzt. Fang. Mein Feuerball, Junge. Ja, nur bei der zweiten. Ich muss gucken, ob ich mit LB dann verteidigen kann. Ach, den kann ich gar nichts machen. Mit. Zum Teufel. Hey, irgendwie habe ich das jetzt unterbrochen. Keine Ahnung wie. Ist auch gut, dass ich nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Nee, da muss ich, glaube ich, so ausweichen. Ja.
Ich verstehe es noch nicht. So gerade konnte ich ihn, also habe ich gar keine Chance. Also ich habe drei kleine Fläschchen, die ich jetzt am Start habe, ne? Also das wird echt hart mit dem. Der ist ja schwieriger als hier. Ach guck mal, hier können wir sogar uns nochmal. Ach ja, da können wir ja reisen und die Grundausbildung oder sowas nochmal machen. Aber die brauchen wir nicht. Kriegen das auch irgendwie so hin. Wenn das 500 Jahre dauert, ne? Ist egal, ist egal. Rein da. Wieso? Ich hab gedrückt. Scheiß Zeitfenster, ey. Das war viel zu früh diesmal. Das auch. Das gibt's doch nicht. Ich kann das schon wieder vergessen, ne? Ich kann's schon. Ey, ich hätte es eh vergessen können. Ich hab noch den einen Angriff. Ich hab noch den hier. Och, das war... Wieso bricht er mich denn dadurch immer ab? Vollkommen egal jetzt wieder. Ich habe schon wieder viel zu viel Schaden mitgekriegt. Das gibt's doch nicht. Ja, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Vernichtende Liga-Niederlage, aber richtig vernichtend wieder. Den einen, den kann ich blocken. Auf den muss ich mich konzentrieren. Wenn ich den nämlich blocke, dann bricht der richtig. Dann kann ich ihn richtig schön angreifen. Das andere müsste ich eigentlich wahrscheinlich nur abhauen vor ihm die ganze Zeit. Und genau darauf warten dann, dass er diesen Angriff macht. Diesen wilden Angriff, den kriege ich nicht geblockt, richtig? Also diesmal geben wir ihm auf jeden Fall einmal Feuer, nochmal Feuer. Zu früh. Ach man, ihr kommt und kill mich. Das ist ja richtig dumm jetzt. Ich brauche einen Counter auf jeden Fall. Ich brauche für dieses Spiel einen Counter. 100 Mal beim ersten. Pass mal auf. Ich bin so schlecht da drin, ne? Aber ich mag's auch. Diesmal geben wir ihm richtig. Der hat mich jetzt schon getroffen.
予感がします。備えてください。Okay, das haben wir. Und da müssen wir gucken. Scheiße. Diesmal hat es gar nicht geklappt. Ja, super, dass du mir nochmal sagst, wie man blockt. Ja, klasse. Wenn ich hier am Felsen hänge. Scheiße, ey. Letzte Flasche. Ach Mann. Aber das ist nur einer von vielen, die ich machen muss. Und jetzt rastet der aus. Das geht noch, aber sein zweiter roter Angriff ist mies. Scheiße, zweimal. Ich habe ihn gebrochen. Ganz kurz nur. Jetzt habe ich ihn gebrochen. Alter, wie soll ich die anderen denn besiegen? Holy shit. Junge, 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 wie schnell bist du denn? Ja, was ist das denn? Gott, bisschen beschwören. Y plus B. Mach mal. Oh, Junge, 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 Junge. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Gott, Bestie habe ich beschworen. Junge, einfach Shenlong beschworen.見事は勝機をつかみましたね。これで村も救われ。我が手に落ちよ。王竜、噂にたがわぬ力よ。 Na klar, ey. Aber der lässt uns am Leben? Das ist crazy. Also jetzt wissen wir, er hat es auf jeden Fall auf den Drachen abgesehen und hat jetzt nur ein Riesenvieh am Start. Supergeil. Wir haben jetzt nichts mehr am Start, also nächstes Mal hilft uns der Drache auf jeden Fall nicht weiter. Was geil ist, wir haben ihn besiegt. Das ist nett, dankeschön. Schon wieder nicht. Oh, wir haben das... Hat er uns das nicht weggenommen eigentlich? Oder war das das andere Amulett? Also von dem einen Typen hat er das Amulett auf jeden Fall gekriegt.
Weil der Kampf hat uns dünner gemacht irgendwie. Crazy. Helm des geduckten Drachen. Super, so schnell kann ich nicht alle lesen. Also, das funktioniert nicht. Nice, wir haben es geschafft. Wir haben 4460. Ich muss mich mit diesem Punktesystem noch vertraut machen, auf jeden Fall. Boah, der ist so schnell, ne? Guck, wie schnell der ist. Ausruhen? Wurden freigeschaltet. Vorräte. So, rekrutieren. Kampfvorbereitung, Zaubervorräte, Stufenaufstieg. Denn das habe ich noch nicht so ganz genau drauf. Ich weiß nämlich auch noch nicht, auf was es Sinn machen würde zu leveln. Das würde blocken. Blocken und Ausrüstungsgewicht erhöhen. Das macht unsere Willensdauer länger. Und unseren Zauber. Da sind wir jetzt aktuell bei 100. Der baut ab. Was ist denn das? Der baut ab. Zauber baut ab. Dafür kriegen wir Willensdauer. Achso, beeinflusst von Zauber verbrauchten Willen. Ah, okay. Hier haben wir Blocken, Heimlichkeit, Fernkampfwaffe. Das ist nicht so interessant. Hier haben wir Angriff, Kampfkünste. Kampfkünste sinken dann, okay. Okay, 2000. Ja, es ist die Frage, macht es Angriffskraft, Nahkampf? Komm, wir machen erstmal hier. Ich gehe jetzt erstmal nur auf Holzversteck fürs Erste und dann gucke ich mal nach, wo es am meisten Sinn machen würde, auf jeden Fall zu leveln. So, gucken wir, ob wir Gegner haben. Ja, klar. Krass, Alter. Ach, muss ich den anvisiert haben? Enttäuschend. Das war nicht so gut. Nächster. Das sind nämlich nur Nuller. Das ist Ritter. Ja, mein Freund, wenn ich Umgebung nutzen könnte, wäre ich auch besser. ご長が敵に喋るな傷が深い<笑>先に陣に戻れ先ほどは失礼した義勇兵かならば今よりその勇気を拙者に重ぬか。 Grüß dich. Du bist Level 0, du bist ja gar nicht stark, du kannst ja gar nichts. Ich bin auch Level 0. Scheiße. Wir sind beide Level 0. Wir sind beides Nuller, deswegen waren die so stark. Oh Mann. Ciao. Was machen wir? Was machen Sachen hier? Guck mal, ich habe meine Größe eingestellt auf richtig groß und der Typ ist immer noch größer als ich. So ein Scheiß. Komm. Ciao, komm. Hör auf. Was machst du? Wen greifst du denn da an? Hast du auf eine Leiche eingestochen? Hast du irgendein Problem oder was? Okay, lass ihn mal. Der wird schon wissen, was er macht, ne? Der ist Profi, glaube ich. Okay, nice. Ist die Welt open? Ich bin mal gespannt. Das finden wir alles heraus. Nehmen wir mit. Bares Key. So, Gegner, die Spieler auf andere Schlachtfelder besiegt haben, können auf deinem Schlachtfeld als Racheziele erscheinen. Die Details besiegter Spieler können auf ihr
Begräbnisfahren eingesehen werden. Ein Racheziel hat einen erhöhten Moralrang, gewährt aber diverse Boni, wenn es besiegt wird. Durch Opferung eines Drachenheiligungstopfes an einer Begräbnisfahne kannst du vorübergehend deinen Moralrang steigern. Also, biete eine, machen wir mal, wir testen es mal, 150, Stufe 2. Jetzt haben sie da Bandit im Kampf getötet. Ja, 184. Ey, der hat mich jetzt super abgelenkt. Ich dachte, er greift an. Super nervig mit noch jemandem dabei irgendwie. Warte. Er greift trotzdem an. Und hat einen Pfeil und Bogen am Start. Ciao, kommst klar? Ciao, hast du schon zwei besiegt? Krass, Alter. Du bist ja heftig. Splitter wahres Ki. Ich gehe mal hier entlang. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah, hier können wir später den Weg freischalten. Das ist einfach nur zum Weg freischalten. Ah, hier haben wir einen Kontrollpunkt. Aber das nehme ich vorher noch mit. Er hat jetzt gerade richtige bricht gerade richtig ein. So. Folgende Funktion. Dein Standhaftigkeitsgrad um 2. Online-Lobby. Starte deinen Online-Multiplayer-Modus. Das brauchen wir noch nicht. Bist du ein Feind? Nee, lass ihn mal. Er lässt ihn nicht. Ein Holzknüppel? Jetzt haben wir schon zwei Holzknüppel, mein Freund. Zwei Holzknüppel. Was machen wir denn mit zwei Holzknüppeln? Und hier sind wir gekommen. Also spawnen die auch wieder. Und die hier auch. Aua. Ich hole mir den anderen. Der hat mich gebrochen. Ich muss weg. Den hier. Scheiße, das war schlecht. Lass ihn mal. Ach man. Erhöht sich meine Stufe auch, wenn er die besiegt? Das habe ich jetzt gar nicht, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Guck mal, wenn wir jetzt so machen, dann sind die nochmal da. Da könntest du dich immer ein bisschen aufleveln. Nee, komm mal hier zu mir. Ich kann nicht. Ich krieg ihn nicht. Ich krieg ihn einfach ums Verrecken nicht. Das gibt's doch nicht. Diese Stufe 4 schon. Aber das macht uns auch nicht stärker, ne? Da müssen wir erst erweitern, die Fertigkeiten. Er ist ein bisschen stärker gewesen, er war schon Stufe 6. Er hat mein Schwert weggepackt. Keine Ahnung warum. Mitten im Krieg hier. Irgendwo ist einer auf den Dächern. Und der hier. Ey, trotzdem. Das ist so unfair, ne? Da bringt mir die Attacke überhaupt nichts. Von hinten! Irgendeiner greift mich da ganz mies an, ey.
Aber ich weiß nicht. Auf dem Dach? Habe ich besiegt. Ich habe die fertig gemacht. Easy. Da komme ich leider nicht hoch. Level 9, der Gute. Ich habe aktuell RB und X nur am Start. Okay, aber der macht mir ein bisschen Sorgen, dass da noch einer ist. Also ich hätte, würde gerne gegen... Ach, und da oben ist noch einer. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Was machen wir? Ciao. Wie machen wir es am besten? Weißt du, das Problem ist, dass ich ein bisschen jetzt vorbelastet bin. Ich würde mich gerne vorher nochmal ausruhen oder so. Ein bisschen leveln vielleicht. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt, oder? Eben ganz kurz ein bisschen leveln. Gefolgsleute, Anhänger teilen ihren Willen, führen einen tödlichen Angriff auf einen von ihnen aus, um ihre Willensanzeige zu verringern. Je stärker der an einen Willensverknüpfung gebundenen Feind, desto tiefer fällt die Willensanzeige. Zeig nochmal. Okay. Was genau wird zu tödlichen Angriff? Y hinter oder über einen Gegner? Aber das ist doch nur ein Zweier. Dann nehme ich doch lieber den hier. Scheiße, das ging nicht. Hinter oder über einen Gegner? Bin ich doch. Junge, ich bin fast runtergefallen. Das war auch nicht tödlich. Ja, perfekt. Habe ich erledigt. Kein Problem. Easy. Da liegt noch was. Mich befreit hier. Gucken wir mal hier. Oh, guck mal, da gehen die Treppen hoch. Da haben wir auch noch einen Gegner. Oh, oh. Was ist das? Ein Hund. Hör auf. Das ist falsche Attacke, die ich mache hier. Oh, schade. Ich wollte ihn eigentlich verbrennen. Hier spielt die Musik, mein Freund. Gebrochen. Ich meine, das ist manchmal gut, dass ich da noch einen Kollegen habe und manchmal ist das super nervig. Weil du denkst dann, die sind auch für ihn drauf und in Wirklichkeit greifen sie dich dann an. Was hast du wieder gemacht, Ciao? Guck mal, wie du aussiehst. Alles voll mit Blut. Wirklich. Das geht ja gar nicht. Was gibt's hier? Oh, eine Kiste. Oh, ein Eisenschwert. Wahrscheinlich gibt's dann auch noch Waffenverbesserungen und sowas. Oh, 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 oh. Der lebt. Mikataka. Mada. Nigete nai yatsu ga ita to wa. Tja, wahrscheinlich. Aber wir kümmern uns drum. Wir sind die Verstärkung, mein Freund. Wir beide. Ich frage mich gerade, warum der andere Kollege jetzt schon Level 7 ist und ich noch nicht. Schießen. Oh, nice. Schießen, halte L. Oh, nice. Schönes Ding. Ziele vergrößern, Fernkampfwaffe wechseln. Okay, machen wir. Habe ich denn überhaupt schon einen Bogen am Stich? Ich habe doch noch gar keinen Bogen. Ich habe noch keinen Bogen. Ciao, hast du einen Bogen? Ich habe keinen Bogen. Es wäre geil, hätte ich einen. Wir gehen auf den.
Ey, der hat was. Hat der einen Bogen? Pfeile habe ich aber bekommen. Was ist das denn? Nochmal Pfeile. Also ich könnte die von oben ziemlich schnell erlegen eigentlich, ne? Hätte ich einen Bogen. Habe ich einen Bogen? Waffe, Bambusbogen. Ich habe einen Bambusbogen, ja klar. Ausrüsten, mein Freund. Schusswaffe 1. So, guck mal, da ist nämlich einer. Den will ich erstmal weg haben. Wie ziele ich? Ach so, ich komme nicht weiter nach unten. Na, das ist ja belastend. Warte, da müssen wir uns hier hinstellen. Ich hoffe, das funktioniert. Nee, da komme ich nicht so weit. Da kann ich... Ah, ich kann aber den da oben, oder? Warte, wir testen. Nee, so weit kommt der nicht. Kann ich das denn auch? Hey, der Drecksack! Warum? Aha. Oh, oh. Hör auf! Ciao. Danke. Ist sauber. Das war ja schlecht. Ciao, du bist mein Schild. Mein Schild bist du. Mein Freund, mein Schild. Du hast es drauf, ciao. Du bist es. Ha? Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Schade. Schade. Ciao, ich helfe dir. Vertrau mir. Ciao, du gehst da jetzt runter. Ja, und dann greifen wir beide zusammen an. Ciao, reiß dich zusammen. Komm, du schaffst das. Ach, verdammt. Er will nicht. Er will nicht. Er hat ein bisschen Angst. Okay, nochmal versuchen. So können wir ranzoomen. Boah, Headshot. Alter. Kommen die auch hoch? Oh, die können das auch. Oh, oh. Oh, scheiße. Oh, die sind ein bisschen zu schlecht dafür. Ciao. Hast du gedacht, wa? Hast du gedacht, mein Freund, ne? Dass ich hier so schlecht bin, oder was? Easy. Ciao, macht Schaden ohne Ende. Das war's schon. Ich dachte, die wären jetzt richtig krass. Weil hier so viele gestorben sind. Jetzt ist es weg. Standarte. Rein da. Bada boom. Ich lasse erstmal so. Wie gesagt, ich sammle jetzt erstmal ein bisschen. Und dann gucke ich mir mal an, wo das ungefähr hingeht. Und dann level ich dementsprechend. Weil sonst... Oder du hast später noch die Möglichkeit, nochmal umzuleveln. Das kann natürlich auch sein, du blöder Hund, du. Wo ist er? Was hast du denn beschützt hier? Fragment, wahres Key. Na, was hängst du denn hier so? Oh. Zombies. Wurfmesser, auch geil. Das ist meine zweite Wurfwaffe dann. Hey, wieso bin ich denn fast tot? Was ist denn da los? Macht das Schaden? Nee. Aber hier ist noch was. Deine Moral steigt. Hier kann ich jetzt nichts mehr machen. Schade. Hast du Glück, dass ich da nicht so einfach hochkomme? Irgendwo ist noch einer. Ciao, hast du den? Super. Klasse. Hier können wir den Weg schon mal freischalten, auf jeden Fall. Nice. Ich würde gerne einen Gegner sehen nochmal, einen großen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Hallo, was ist mit dir? Warum liegen Sie da? Sitzen? Oh, der ist tot. Ciao, wir müssen weiter.
Oh, jetzt kommt vielleicht was. Meinst du? Glaubst du? Was ist das? Ein Yeti? Oder was? Werwolf, Yeti, Gedöns, Dings, Bums? Ach du Scheiße. Ey, der hat's auf mich abgesehen. Ciao. Ey, das Problem ist, dass der auch zwei... Ich bin tot. Ich habe gar kein Tränkchen mehr. Das Problem ist, dass der auch zwei Phasen nämlich haben wird. Tja. Ciao braucht Unterstützung. Ciao, reiß dich zusammen, du schaffst das auch so. Ja? Ciao, wirklich. Wirklich. Guck mal, ich bin gar nicht gelevelt, ne? Ich gehe da so rein. Ciao, hast du abgebaut oder warum bist du Level 5 nur noch? Was ist denn mit dir? Das enttäuscht mich. Ciao, wir gehen jetzt da rein. Pass auf, wir gehen jetzt da rein, ja? Und dann lenkst du ihn ab und ich mach ihn von hinten fertig, okay? Ist ein Plan? Ist ein guter Plan. Komm, wir gehen los. Ciao, bist du dabei? Pass auf den Hund hier auf. Da steht er. Guck ihn dir an, den Drecksack. Headshot? 32, gibt das? Ich hab trotzdem Schaden gekriegt, Ciao. Wirklich, reiß dich zusammen, das war gar nichts. Haben wir hier nirgendwo, wo ich mich denn aufbauen kann? Hallo, grüß euch, tschüss. Hier. So können wir das machen. Und dann können wir nach oben. Das ist die kleine, das ist die bessere Abkürzung. So. Und dann können wir direkt daran vorbei. Brauchen wir nicht immer gegen die zu kämpfen, aber wir könnten natürlich auch leveln, ne? Das könnten wir natürlich auch machen. Machen wir jetzt aber nicht. Ich möchte ein bisschen ausprobieren hier. Ich wusste doch nicht, was er für einen Angriff macht, Rudi. Entspann dich. Feuer! Blitz! Zu früh? Das ist der miese Kick. Der Kick hat mich erwischt. Also den Kick... Ah, warte mal. Ich weiß, wie ich... Ich glaube, ich weiß, wie ich den dodgen kann. Ach, ich baue ab. Ich baue ab, oder was? Yo, achte auf den Moralrang deines Gegners. Je höher dieser ist, desto gefährlicher ist der Gegner. Die Bedrohungsstufe steigert sich wie folgt. 0, 1 und 5. Ciao, hier lang. Und ich, meine Moral verliere ich dadurch, ne? Aber das ist nicht so tragisch, weil die können wir uns aufbauen wieder ganz schnell, indem wir die Gegner hier platt machen ein paar Mal. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Ich muss nur das richtige Timing erwischen immer. Du nicht mit Stein werfen. Ciao. Reiß dich zusammen. Grenzgänge und Willenanzeige. Boah, gut, dass er auf Ciao geht.
者が追い詰められるとは。このまま押し切るぞ。Scheiße, ich bin tot. Ey. Es lief so gut. Wie unfair ist das denn bitte? Oh, nö. Oh, es lief so gut. Ciao. Können ja auch hier hoch, da musst du aufpassen. Das haben sie nur nicht ganz so gut drauf. Aber vielleicht lag das vorhin an Chao, dass der die ein bisschen abgelenkt hat. Oh Mann, ey, das lief viel, viel besser schon. Aber ich glaube, der wird auch noch mal eine zweite Phase haben, wahrscheinlich. Ey, wieso? Ja, willst du mich verarschen? Ich hab gedrückt, ein paar Mal jetzt so. Das war zu früh von mir. Ja, das wird wieder nichts. Brauchen wir gar nicht weiter zu versuchen. Diesmal schlecht. Ich müsste meine Fläschchen irgendwie erweitern können. Scheiße, siehst du? Aber es war klar, das hat man direkt gemerkt, dass das nichts wird. Fläschchenerweiterung wäre super gut, super gut. Aber ich bin, glaube ich, im Weg her bin ich ja gebunden. Ich kann jetzt nirgendwo anders, glaube ich, hin. Wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich muss ihn jetzt besiegen. Entweder mache ich meine Anzeige noch ein bisschen, erweitere die noch mal ein bisschen, meine Gesundheitsanzeige, um meine Kampfkraft ein bisschen noch mal erhöhen. Blocken wäre vielleicht stark, ne? In Blocken zu gehen. Das war zu früh, schade. Boah, ciao, ey. Das war dumm, warum? Ich bin tot. Chao ist tot. Chao ist weg vom Fenster gewesen. Ob ich zu schwach bin? Nee, also jetzt für ihn, so von der Dings her, von Stärke her, nee, ne? Bin doch gut, ne? Warte, guck mal, wir können jetzt hier nochmal hier ganz kurz einmal hier so, bam. Du musst noch ein bisschen, ja, hör auf! Du sollst mich nicht schlagen, jetzt muss ich mich wieder ausruhen, du Arsch. Mann! Jetzt bin ich wieder nur 5. Lass das doch sein! Ey, was ist denn mit ihm? Oh, ciao, wir müssen das anders machen, ey. Ehrlich, wir müssen das anders machen. Ich kann mich nicht. Oh, verdammt hier. So, ciao. Super, guck dir mein Level jetzt an. Jetzt muss ich wieder hier zu dem Teil und hab mich wieder runtergeballert, ne? Ja. Scheiß drauf.
Nee, so bist du viel schneller. Wir kriegen das hin, Chao. Du darfst nur nicht so voll reingehen. Verstehst du? Erwischt. Hä? Ich hab gedrückt. Er hat auch geblockt. Aber der springt dann nochmal fünfmal irgendwie auf mich und ich war dann fertig. Ich konnte nichts mehr machen. Wieso macht er denn den Move jetzt schon? Das war so gut. Zack, kommt er auf mich. Ich hab ihn geblockt. Ich wollte gerade hin ihm einen mitgeben. Dann hatte ich noch seine komische Drehung in der Luft da geblockt. Und dann macht er das nochmal. Das gibt's doch nicht. Das Problem ist nur, wir werden immer stärker und er nicht. Also irgendwann liegt er. Ja, diesmal habe ich nicht geblockt. Lächerlicher Feuerangriff, mit 15. Ciao, pass auf! Ich krieg dann trotzdem den Schaden ab, obwohl ich so weit weg bin. Oh, soll ich dir helfen? Jetzt hat er mich abgelenkt. Jetzt macht er den. Da muss ich wohl ausweichen. Oder ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Oder ich muss den zwei, dreimal blockieren. Normalerweise müsstest du das alles mit Blocken schaffen, ne? Stoßen wir vor. Ja, ciao. Komm, wir machen das mal. Den hab ich nicht geblockt. Ja, nix. Aber es fing schon blöd an. Also ich kann nicht der hat bestimmt noch eine zweite Phase. Wenn ich den jetzt eliminiert habe, ne, dann steht er bestimmt nochmal auf, nochmal stärker. Also ich muss den ohne Probleme irgendwie schaffen hinzubekommen jetzt. Das müsstest du halt nur mit Blocken schaffen. Blocken und ein bisschen Konter hier und da. Das müsste funktionieren. Ich hab geblockt. Nee, jetzt diesmal macht er es nicht, hä?
Hey, wo bin ich? Feuer halte er, ja, das kennen wir ja schon. Und vergrößern können wir auch schon. Oh Mann, ey. Wieso kann ich den nicht blocken? Jetzt habe ich ihn das erste Mal geschafft zu blocken. Ja gut, aber du kannst sehr, sehr gut leveln, ne? Natürlich brauchst du dann irgendwann am Ende richtig, richtig viele Punkte. Aber das geht echt gut. Was machen wir denn hier? Hier stärken wir ein bisschen unseren Angriff und hier machen wir Blocken. Ich würde darauf auch mal gehen. Zumindest, guck mal, wir können sowieso nur ein höher gehen. Hier kein höher und hier kein höher. Kostet alles dann 2400. Also das ist alles, was wir können. Sind wir jetzt Stufe 6. Damit ciao machen wir das, oder? Kriegen wir das hin? Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ciao, aber das sieht gut aus. Bleib in dieser Einstellung, ja? Mit dieser Einstellung gehen wir jetzt da rein, ciao. Wirklich. Reiß dich zusammen jetzt. Boah, der macht dreimal diesmal. Schau, ich will ja nicht sagen, ne, aber das war schlechter als vorher. Also, schwierig. Jetzt sind wir wieder bei 2500. Ich verstehe nicht. Wenn das abbaut, kriege ich das wieder oder wie? Also nicht voll wieder, aber ein bisschen. Ist das richtig? Das gibt's einfach nicht. Das gibt es einfach nicht. Alter Verwalter, ey. Ausweichen, schnell drücken. Ach, Mann, ey. Komm, ich würde sagen, wir machen noch mal einen Versuch. Es ist heute so warm hier, ey. Geht es da auch lang? Also könnten wir weg? Alter, was ist, hängt denn da? Biete eine Nutzung des Dreisangheilopfer an. Wer ist er denn? Das ist ein ganz anderer. Ich kann nichts machen. Ja, aber wie unfair sind die Typen denn? Ich kann nicht schießen.
Ich muss erst die Feuertypen da wegbekommen. Sonst macht das hier gar keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn macht das. Boah, ich gehe hier kaputt, ne? Also was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist es auf jeden Fall wesentlich schwieriger. Stärker, wollte ich schon sagen. Da ist eine Leiter. Guck mal, ich kann meinen Bogen nicht nehmen. Und ich weiß noch nicht, warum nicht. Der ist stärker als der Boss. Was ist denn da los? Kann ich den ziehen? Seh mich doch. Nee, ich kam auch gar nicht wieder zurück. Schau, ich hab die Truhe. Ich hab einen großen Hammer. Raus hier. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso ich da nichts machen kann, außer kämpfen. Und dann kriege ich jedes Mal die Feuerdinger da ab. Das verstehe ich nicht. Habe ich die Truhe denn jetzt geplündert? Also ist es jetzt vorbei? Ich muss gucken. Jetzt bin ich runtergefallen. Kurze Schwäche da. Jetzt habe ich den Bogen. Ah, ich hatte keine Pfeile mehr oder was? Scheiße. Das ist ja scheiße. Ah, die kann ich auch blocken. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ein Schlag von ihm und ich bin sofort weg. Also den darfst du gar nicht angucken. Aber den kannst du besiegen. Also das ist nicht so schwierig. Das Schwierige sind die Typen von oben, die mit ihren Feuerbällen werfen. Also wir brauchen auf jeden Fall Pfeile noch ohne Ende. Guck mal, ich habe jetzt auch keine. Null Pfeile. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, aber jetzt sehe ich's. Also. Ciao, greif an. So macht man das. Wunderbar. So, nimm das mit. Jetzt haben wir schon mal zwei Pfeile am Start. Wenn wir den einen dann noch wenigstens wegkriegen, dann müssen wir, glaube ich, nur einmal runterfallen. Dann hauen wir die Zombies noch weg. Okay, keine Pfeile gekriegt, das ist enttäuschend. Wir gehen nach oben. Wurfmesser, Rüstung des General. Ist da noch einer gewesen? Ja, ne? Der ist hochgesprungen. Okay, ciao, das hat nicht so viel gebracht. Das Problem sind halt oben die. Ich müsste den einen erwischen. So kann ich ihn noch gar nicht anvisieren. Also ich muss schon hier hinkommen.
Und von hier aus... Sneaky-Modus. Geil! Das geht auch? Scheiße ist, dass da sogar noch einer ist. Nice! Oh, hätte ich noch einen Pfeil jetzt. Shit! Ich muss Ciao reinkriegen. Ciao. Nach vorne stürmen, mein Freund. Ganz genau. Rein da. Ciao. Das ist enttäuschend. Soll ich vorgehen oder was? Ciao, jetzt aber. Jetzt. Ich helfe dir mal besser. Rache erfolgreich, sauber. Mega. Erbeuten. Jetzt können wir hier einmal... Ne, wir müssen erst noch ihn besiegen. Das ist kein Problem. Zack, weg mit ihm. Wunderbar. Und wir können hier so Standarte aufstellen. Nice. Geilo. Bada bang, bada boom, mein Freund. Ciao, ciao. Jetzt kriege ich denn auch die Leiter irgendwie runter? Also ich habe keine Pfeile am Start. Da habe ich das Feuer ausgemacht. Das ist ja belastend, ey. Nee, deswegen kamen die Sachen vielleicht auch so, ne? Schon runter. Das weiß ich nicht. Hm. Wir ruhen uns auf jeden Fall einmal ganz kurz. Gott, Bestie auswählen. Boah, was gibt es denn noch für geile Sachen? Standarte, ja, die klappt aber irgendwie nicht. Innere Disziplin hätten wir noch. Wir haben natürlich noch Zauber ohne Ende, die wir lernen können. Unaufhaltsame Macht. Erhöht bei niedrigem Willen die automatische Erholung und verringert automatisch Leerung bei hohem Willen. Aber ich sehe halt nirgends, wo ich denn jetzt zum Beispiel mir eine Erweiterung zulegen kann oder wie viele Erweiterungen ich mir überhaupt zulegen kann. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Wolkenhaltung. Für eine bestimmte Zeit wird dein Willensverbrauch während des Blockens reduziert. Beschwört und schleudert einen spitzen Eiszapfen. Unsichtbar für Gegner. Ho. Großen Eiszapfen nach vorne. Wie viel Schaden macht das denn? Sehe ich das irgendwo? Beschreibung. Wirkung und verbrauchte Wille. Okay. Mhm. Moralrang. Ab 3. Ja, 5 wahrscheinlich. Erforderliche Kraft der entsprechenden Wandlungsphase. Alright. Was haben wir hier noch? Das ist die Erdphase. Hier können wir noch eine ganze Mauer erschaffen, ne? Nice. Schutzmauer. Das wäre super für diese Bogentypen. Und hier stehst du einfach nur rum. Ah, deine Nahkampfwaffe verursacht für eine gewisse Zeit Steinschaden. Ja, jetzt muss man natürlich wissen, gegen was ist er denn anfällig? Gegen Feuer ist er gegen Dingsbums anfällig. Gegen hier Holz. Holz. Das Blitz. Ne, das ist eine dornige Leiter. Das ist mit Dorn, schießt er da? Oder ist er gegen so einen Eiszapfen? Das sieht auch cool aus, ne? Oh, da gibt es so viele coole Sachen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo wir hingehen. Komm, wir versuchen noch einmal und danach ist für heute erstmal... Oh, das ist viel falsch gegangen. Ciao, komm mit. Ist Blitz effektiv? Ich sehe es nicht, wenn ich da an der Mauer festbacke. Check. Yeah.
gut aus, ne? Von Dingsbums, ja. Oh, auf mich! Ich dachte auf Ciao! Dieser verkackte Stein. Ich glaube es nicht. Dieser verkackte Stein. Wir versuchen es nochmal. Das war gut. Die Runde war gut. Die war besser. Maido. Ja, ja, machen wir mal. Maido wollte ich schon sagen. Oh nein, du machst mich fertig. Dreimal. Ah, oh, Mist, ey. Der macht das immer, wie er lustig ist. Ich hab geblockt. Mann, ey, das war ja eine ganz knappe Nummer. Ab der zweiten lief es nicht mehr so. Wir müssen noch mal rein. Holy shit, ey, so schwer ist der gar nicht. Also die erste Phase zumindest da von ihm, ne? Wer weiß, was da noch kommt. Macht's dreimal wieder. Das war schlecht. Die Runde fängt schlecht an. Er trifft halt auch von hinten, ne? Also wenn ich hinter ihm bin, trifft er mich dann trotzdem. Das ist halt das, was vollkommen Blödsinn ist. Vollkommen Blödsinn. Hast du den anderen besiegt? Oder warum war der jetzt Stufe 10? Der ist jetzt nur noch Stufe 8?
Ich bin scheiß drauf, ey. Ich bin ausgewichen, aber auch egal. Ich habe am Anfang zu viele Gegenstände benutzt, also zu viel Heiltrank benutzt. Das war's. Oh, Mann. Weg mit dir, wirklich. Nice. よく戦ったな、友よ。貴公の戦いぶり、実に見事だった。これほどの強者が無名でいたとは、今まさに天に昇らんとする竜を見た思いよ。功を競い合った友は、別れ際に笑顔を残し戦場に散った。守るべき者のため拙者はどこへ向かうべきか。竜のごとき強者よ、貴公は道を示してくれた。この超死竜、乱世を貫く創始たらん。たとえ100万の軍勢が押し寄せようと、麒麟のごとく太平への道を切り開かん。
eigentlich jetzt gesammelt? Pony oder wie? Iko! Kono Yama o takkan shi, Tomo no munen ni mukuiru zo! Mit dem Pony oder wie? Ich will den Drachen, kein Pony. Jade durch einen Eidschwur erhalten. Gottbestien beschwören. Ja, Tatsache, er ist ein Pony. Ich fährt nicht mehr. Okay, aber das ist trotzdem gut. Dadurch haben wir nämlich einen Angriff, der so ein bisschen flächendeckend ist. Resonanz ist wieder was anderes. Resonanz ist, beschwörst du eine Gottbestie, die dich und deine Verbündeten unterstützt. Jede Gottbestie gewährt andere Effekte. Gottbestienresonanz kann nicht durch die 5 Wandlungsphasen Affinitäten neutralisiert werden. Okay, supi. 7000 haben wir am Start. Ich werde meine Standarte hier mal reinstecken. Zack, wunderbar. Geiles Ding. So, und dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Es ist nämlich einfach viel zu warm hier. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann es hiermit weitergeht. Ich muss mal gucken, wann die Woche. Ich glaube, morgen wird es nichts, wenn dann nur spontan. Da muss ich mal gucken. Da muss ich auf jeden Fall mal gucken. Ja, also sagen vielen Dank auf jeden Fall. Und ich wünsche noch eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal, ne? Bis dahin. Ciao, ciao.